Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind uns einig bei der Feststellung, dass hinter jedem Wohnungseinbruch immer Menschen stehen, die zum Teil dramatische Erfahrungen machen, wenn bei ihnen eingebrochen werden. Weil es einfach ein Eindringen in die Privatsphäre ist, ausgerechnet an dem Ort, wo man sich zu Hause fühlt, wo man sich eigentlich am sichersten fühlen sollte. Und das muss für die Opfer schrecklich sein. Aber bei dieser Feststellung, da endet auch schon unsere Gemeinsamkeit. Ja, die Wohnungseinbrüche sind in den vergangenen Jahren angestiegen. Diese Zahlen nehmen wir nicht einfach hin, wir nehmen das sehr ernst und wir handeln auch entsprechend. Aber Ihre Vergleiche, die Sie hier immer wieder anstellen, zum Beispiel mit Bayern, das ist so einfach nicht nachvollziehbar. Nordrhein-Westfalen besteht aus Ballungszentren, hat eine hohe Bevölkerungsdichte, hat gute Autobahnanbindungen, und Sie können das nicht so einfach mit anderen Bundesländern vergleichen. Und dass Sie jetzt hier wieder bei diesem Antrag mit der Schleierfahndung um die Ecke kommen und damit Wohnungseinbruchsdelikte bekämpfen wollen, das sieht Ihnen ehrlich gesagt ähnlich. Wir haben die Anhörungen im Innenausschuss ja noch vor uns. Wir haben die noch nicht mal durchgeführt. Vielleicht sollten wir die mal abwarten. Aber ich sage Ihnen gerne auch noch mal unsere grüne Position zum Thema Schleierfahndung, die wir hochproblematisch finden, weil sie immer einen erheblichen Grundrechtseingriff darstellen. Frau Kollegin, würden Sie vorher noch eine Zwischenfrage erlauben von Herrn Biesenbach? Ja, gerne. Das ist nett. Bitte schön, Herr Biesenbach. Frau Schäfer, vielen Dank. Die erste Frage, Sie sagen, NRW und Bayern ist nicht vergleichbar, einverstanden. Aber ist es denn dann auch nicht zulässig, daran zu erinnern, dass Bayern beispielsweise nur um ein Sechstel so hohes Risiko hat, Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden? Und zweite Situation, wir können doch zumindest zwei Städte vergleichen, Köln und München. In München liegt die Aufklärungsquote von Straftaten bei gut 70%, in Köln nicht einmal bei 49%. Und was Wohnungseinbrüche angeht, gerade mal zwischen 6 und 8% pro Jahr. Die Frage, Herr Kollege. Ja, jetzt die Frage, halten Sie diese Zahlen, wenn nicht direkt vergleichbar, trotzdem für aussagekräftig? Ich bleibe dabei, dass man Bayern und Nordrhein-Westfalen als Flächenländer so nicht vergleichen kann, weil sie einfach anders strukturiert sind, was Bevölkerungsdichte angeht, was Autobahnanbindungen angeht, was Ballungszentren angeht. Man muss sich einfach klar machen, dass die Rhein-Ruhr-Schiene, die größte Bevölkerungsdichte, das größte Ballungszentrum in ganz Europa darstellt. Und natürlich ist es anders, gibt es andere Tatgelegenheitsstrukturen, als es in Bayern auf dem Land ist. Das muss man einfach erstmal so feststellen. Und man muss sich, glaube ich, auch noch mal angucken, wie die PKS dargestellt ist. Man kann einfach die Zahlen so nicht einfach nebeneinander liegen. Das finde ich unredlich. Und diese Vergleiche werden wir so auch nicht anstellen. Lassen Sie uns doch konkret hingucken, was man hier in Nordrhein-Westfalen machen kann. Und wir machen hier schon sehr viel mit unserem Programm, mit Motiv, mit Riegel vor. Und ich finde, dass wir hier sehr gut aufgestellt sind. Ich will aber noch mal was zum Thema Schleierfahndung sagen, weil Sie das ja jetzt als Konzept darstellen, um gegen die Einbruchskriminalität vor sich zu gehen. Ich habe gerade schon gesagt, dass es mit der Schleierfahndung ein Grundrechtseingriff, der einen Grundrechtseingriff birgt, den wir problematisch finden. Und was wir auch problematisch finden, dass man mit der Schleierfahndung immer auch die Gefahr hat, dass man damit auch Diskriminierung Vorschub leistet. Denn wenn man die Schleierfahndung macht, müssen Sie ja nach irgendwelchen Kriterien vorgehen, welche Personen Sie kontrollieren wollen und welche nicht. Sie können ja nicht anlasslos jede Person kontrollieren. Das wäre viel zu viel und viel zu personalintensiv. Und deshalb birgt es eben einfach die Gefahr in sich, dass man sich nach irgendwelchen Merkmalen entscheiden muss. Und da ist die Gefahr, dass es Diskriminierung beinhaltet. Und das ist so mit uns Grünen nicht zu machen. Abgesehen davon, darauf will ich auch noch mal hinweisen, ist die Schleierfahndung extrem personalintensiv. Und ich finde, hier wird Ihre Argumentation auch brüchig. Denn genau das ist ja der Punkt, den Sie beim Blitzmarathon schwierig finden und was Sie kritisieren. Der Blitzmarathon findet aber nur an bestimmten Tagen im Jahr statt, während die Schleierfahndung ja nach Ihrer Vorstellung an 24 Stunden pro Tag an den Grenzen stattfinden soll. Und das, finde ich, passt aus meiner Sicht nicht zusammen. Mal abgesehen davon möchte ich auch meinem Vorredner recht geben, dass wir die Themen nicht gegen ausspielen sollten. Auch das Thema Verkehrssicherheit ist ein wichtiges Thema der Polizei und ist ihre Aufgabe. Und wenn Sie sich dann mal die Studie der RWTH Aachen angucken, dann hat die sehr wohl belegt, dass es beim Blitzmarathon auch eine Nachhaltigkeit gibt dieses Programms. Und insofern, ich meine, das mag Ihnen vielleicht nicht passen, aber vielleicht gucken Sie sich das noch mal an. Und auch in den anderen Punkten
die Sie in Ihrem sogenannten Paket hier vorstellen, zum Beispiel die Forderung nach einer Verdopplung der Anzahl von Ermittlungskommissionen, das ist mir ehrlich gesagt schlicht zu pauschal. Beim Thema Predictive Policing sagen Sie, das wäre schon alles klar und es gäbe die Studien, das stimmt aber so nicht. Sie sagen, für Laborversuche hätte man keine Zeit. Aber ganz ehrlich, bevor ich etwas in die Fläche trage, muss ich doch erstmal wissen, ob es wirklich nachhaltig ist und ob es funktioniert, ob ich mich auf die Zahlen verlassen kann. Und deshalb sagen wir, bevor wir den landesweiten Einsatz haben wollen, muss erstmal feststehen, ob dieses Predictive Policing überhaupt funktioniert. Und deshalb machen wir die Pilotversuche an zwei Standorten in Nordrhein-Westfalen. Wir sind in NRW, was das Thema Einbruchskriminalität angeht, sind wir gut aufgestellt. Unsere Programme werden ja auch von anderen Bundesländern angenommen. Es ist ja auch von der Innenministerkonferenz nochmal bestätigt worden, dass das zum Beispiel das täterorientierte Konzept Motiv, mobile Täter im Visier gut ist und auch anderen empfohlen wird. Und ich finde auch mit den präventiven Angeboten, wie zum Beispiel Riegel vor, gehen wir hier den richtigen Weg. Und vielleicht noch mal ein Satz zum Thema Personalintensivität und welches Personal steht zur Verfügung. Wir haben in den vergangenen Jahren das Personal bei der Polizei nachhaltig und wirklich deutlich erhöht. Gestern hat das Kabinett verabschiedet und verkündet, dass in dem nächsten Jahr 2017 die Einstellungsermächtigung noch mal deutlich erhöht werden soll auf einen absoluten Rekordwert von 2000 Kommissarsanwärterinnen und Kommissarsanwärter. Das sehe ich auch als Erfolg. Jedes Jahr. Das sehe ich auch als Erfolg rot-grüner Innenpolitik. Und natürlich wird dieses Personal auch im Bereich der Wohnungseinbruchskriminalität eingesetzt werden. Vielen Dank.